Heute geht es um das Triggern von JavaScript-Funktionen mit einem Keyboard. Auf geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video an diesem Sonntag. Wie schon gesagt, geht es heute mal wieder um JavaScript. Und zwar werden wir uns damit beschäftigen, wie wir mit den Pfeiltasten bzw. mit jeder Taste auf eurer Tastatur JavaScript-Funktionen steuern können. Jetzt fragt man sich, wozu brauche ich denn bitte Keyboard-Interaktion, also Tastendruck, im Web? Dafür gibt es diverse Möglichkeiten. Ein gutes Beispiel ist es, wenn man eine Lightbox offen hat oder sich eine Galerie anguckt, dass man durch die Pfeiltasten Bilder vor- und zurückgehen kann. Diese Funktion ist in den OS-Systemen eigentlich überall integriert und ja, daher sollte man sie auch im Web nutzen bzw. unterstützen. Wir werden heute exemplarisch einfach nur ein Viereck durch die Gegend schieben, aber damit kann man halt auch alles weitere machen, also geht es direkt los. Auf geht's! So, und los geht's mit dem heutigen Video. Das erste, um was es heute geht, ist, was sollen wir eigentlich tun? Und zwar wollen wir heute Keyboard-Eingaben mit JavaScript erkennen und damit etwas anstellen. Das heißt, wir wollen anhand der Keyboard-Eingabe eine bestimmte Funktion ausführen. Diese Funktion, die wir heute erschaffen, hat natürlich überhaupt keinen Sinn. Auf keiner Webseite wird diese Funktion jemals so verwendet werden können. Allerdings seid ihr danach in der Lage, anhand dieser Techniken zum Beispiel einfach Funktionen zu triggern, wie zum Beispiel das Bewegen der Navigation innerhalb einer Lightbox, das Durchblättern auf der Webseite durch verschiedene Projekte oder sowas. Also man kann das einfach als versteckte Hintergrundfunktion sehr gut nutzen und deswegen haben wir hier unten einfach jetzt diese normalen Pfeiltasten, die ihr ja von jeder Tastatur kennt. Und wenn ich die Tasten drücke, seht ihr, dass die erkannt werden. Das heißt, die verändert sich optisch, also die Tasten verändern sich optisch ein bisschen und das Viereck oben führt eine Aktion durch. Das heißt, ich kann das Viereck einfach so ein bisschen durch die Gegend schieben, ich kann das aus dem Monitor rausschieben, jetzt kann ich es wieder reinziehen, ich kann es hier rausschieben und da wieder reinziehen, obwohl dann die Seite größer wird, wie ihr seht. Ups. Naja, wie gesagt, es geht heute ja nicht darum, etwas zu tun, sondern es geht mehr oder weniger darum, festzustellen, wie wir wie wir diese Animation, dieses Event triggern können mit JavaScript. Dazu habe ich meine ganz normale Entwicklungsumgebung. Diese findet ihr wie immer auf meinem Server. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt einfach drauf und ihr seht dieses Beispiel. Dings. Hier drin habe ich praktisch nur JavaScript verlinkt. Das sieht später auf dem Server etwas anders aus. Nicht wundern. Das Wichtige ist, ich habe hier eine Script.js, also eine JS mit Key.js heißt die, wo später unser Code drin steht. Dann eine Style.css. Dann habe ich unsere weiße Box. Das ist einfach bewegte Box. Das ist dieses weiße Viereck hier. Und hier unten ein relativ komplexes SVG-Bild. Hier sind vier Gruppen. Jede dieser Gruppen ist halt eine dieser vier Tasten und die Tasten haben einmal Press und einmal Key Write. Und im Prinzip Press hat jede Taste und das ist einfach nur dafür da, dass ich praktisch erkennen kann, was gedrückt wird, wobei es eigentlich nicht so wichtig ist. Wichtiger ist für uns diese Funktion hier, Key. Damit werden wir später praktisch erkennen, dass die Taste gedrückt wurde und damit so das erzeugen, dass wenn ich jetzt hinklicke und die obere Taste drücke, dass die sich so ein bisschen verändert. Das heißt, das ist das einzig Wichtige. Auch ansonsten, das ist halt ein normales SVG-Bild, was ich nur zur Veranschaulichung hier drin habe, damit man sieht, welche Tasten ich wirklich gedrückt habe. Deswegen ist auch die CSS-Datei relativ egal. Wir haben hier, wie ihr seht, sehr, sehr kurz. Wir haben hier einfach den Body gestylt, dass der orange im Hintergrund ist. Wir haben hier Keys, das ist einfach nur dafür da, dass die hier unten positioniert sind. Dann haben wir die bewegte Box. Hier ist einfach nur Position Absolute Top Left. Die Box hier oben positioniert, hat eine Weite von 50 Pixeln. Ein Background ist weiß und Key ist einfach nur so, dass hier unten alle Elemente weiß sind. Wenn ich hier zum Beispiel sage 000, 000, dann würden diese ganzen Elemente schwarz werden. Was heißt, das ist der einzige Zusammenhang, den ich hier habe im Prinzip. So, das ist das, was wir haben. Deswegen ist die CSS-Datei, wie gesagt, für dieses Tutorial komplett egal und klicken wir direkt weg. Und das hier ist das deutlich Wichtigere. Was heißt, das hier können wir auch einfach ignorieren. Da müssen wir auch nichts weiter dran verändern. Und jetzt können wir hier praktisch einfach mal gucken, was wir hier so drin haben. Und zwar müssen wir jetzt überlegen, wie können wir jetzt als erstes dafür sorgen, dass wir überhaupt verstehen, also dass wir mit JavaScript das triggern können. Ganz viele von euch werden wahrscheinlich schon mal sowas hier gemacht haben mit jQuery, so ein Dollarzeichen. Ich blende eben meinen Baum aus, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. So ein Dollarzeichen und dann diese Anführungszeichen, sagen wir zum Beispiel Punkt, Klasse und Punkt on Click. So kennen das wahrscheinlich viele und dann führt ihr eine Funktion aus bei onClick, onHover und so weiter und so weiter. Dasselbe funktioniert auch bei Keyboard-Eingaben. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Input-Feld hat, zum Beispiel ich habe ein Formular, das ist jetzt, hat einfach mal die,
ja, die ID-Form und sage hier zum Beispiel Input. Was heißt, wenn ich etwas in dem Input schreibe und zum Beispiel sage Key Down, dann wird eine Funktion ausgeführt, sobald ich eine Taste innerhalb eines Inputsfeldes runterdrücke. Aber das bringt uns ja nicht viel. Wir wollen ja eine versteckte Funktion im Hintergrund haben. Und dafür gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, also wie man Keyboard-Eingaben erkennen kann. Es gibt nur eine Möglichkeit, das für das ganze Dokument zu machen. Und was heißt, wir schreiben als erstes Document, Document, on KeyDown. Was heißt on KeyDown innerhalb des gesamten Dokuments? Also wenn ich irgendwo hier drücke, soll etwas passieren. Das heißt, wenn ich hier jetzt einfach mal Function hinschreibe und sage im Hintergrund, das Ganze soll jetzt console.log. Ich habe eine Taste gedrückt. Ausgegeben werden. Das heißt, sobald eine Taste gedrückt wird, sollen wir etwas ausgegeben bekommen. Dafür rufe ich unsere Konsole auf. Scroll hier auch mal ein bisschen ran, dass man ein bisschen mehr sieht. Und drücke jetzt eine Taste. Und ihr seht, es zählt hoch, wenn ich Tasten drücke. Was heißt, das funktioniert schon mal. Aber wo liegt jetzt der Unterschied zwischen Key Down und zum Beispiel Key Up? Es gibt nämlich drei verschiedene dieser Trigger-Methoden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Key Up habe und ich eine Taste drücke, ihr solltet das jetzt eventuell im Hintergrund hören. Dann passiert nichts. Ihr seht, es wurde nicht abgefeuert. Wenn ich es aber loslasse, wird es abgefeuert. Das heißt, das ist zum Beispiel sehr gut, wenn man sowas macht wie, ja, ich weiß es gar nicht genau, wo man das im Web verwenden könnte. Solange man etwas gedrückt hält, wird etwas nicht ausgeführt und sobald man es praktisch loslässt, wird es ausgeführt. Bei Key Down ist es, das ist eigentlich die Standardmethode, weil das ist, sobald man eine Taste runterdrückt und dann gibt es noch Key Press, solange man eine Taste gedrückt hält. Was heißt, ich habe irgendwo eine Webseite gesehen gehabt, wenn man da Leertaste gedrückt hält, dann ist die Seite automatisch in einem langsamen Takt weiter nach unten gescrollt und hat automatisch neue Inhalte hinzugeladen. Ob die Funktion jetzt clever ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber theoretisch kann man es halt so verwenden. Für dieses Video jetzt an sich und auch für das meiste andere ist Key Down eigentlich die beste Methode. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was passiert denn, wenn ich Key Down drücke. Jetzt haben wir uns gerade etwas ausgegeben. Hier sagen wir jetzt mal die Variable e und hier will ich die Variable e ausgeben. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere und hier einfach mal untersuche, wir gehen auf die Konsole und ich drücke eine Taste, dann seht ihr, auf einmal haben wir ein Event gekriegt und wir haben hier eine Menge Informationen. Und alle diese Informationen können wir abrufen. Zum Beispiel, welcher Key es war. Das heißt, wir haben hier Key Code, wir haben hier den Key. Das heißt, ich kann mir theoretisch, wenn ich jetzt hier Punkt Key eingebe, den Namen ausgeben lassen. Das heißt, wenn ich jetzt drücke, Arrow Up, Arrow Left, D, wir können hier mal so ein bisschen tippen und ihr seht genau, welche Buchstaben gedrückt werden und das funktioniert auch bei allen Tasten und was es so gibt. Zum Beispiel, das ist hier das Leerzeichen und wie gesagt, das funktioniert wunderbar. Ihr könnt natürlich jetzt auch sowas machen wie Key Code. Wenn wir das machen und hier was tippen, dann kriegen wir den binärischen Code von den Tastatureingaben. Das heißt, jede Tastatur, also jedes Zeichen auf eurer Tastatur hat eine bestimmte Nummer. Und damit können wir arbeiten und das ist für uns jetzt wichtiger. Deswegen lassen wir das jetzt so drin. Das heißt, wir haben jetzt schon mal eine Funktion geschrieben, die uns dafür sorgt, dass wir wissen, welche Taste wir eigentlich gedrückt haben. Jetzt müssen wir überlegen, okay, wie können wir jetzt bestimmen, also wir wissen jetzt ja genau, welche dieser vier Tasten gedrückt werden. Und dann soll etwas Bestimmtes passieren, je nachdem, welche Taste wir gedrückt haben. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Funktion. Und diese Funktion nenne ich Arrow Down. Das heißt, wir haben einen Pfeil gedrückt und da soll jetzt etwas passieren. Und diese Funktion schreiben wir jetzt einfach mal hier oben hin. Das heißt, wir haben hier Arrow Down, die Funktion, und übergeben diese Variable, also zum Beispiel die Nummer 40, ist der Pfeil nach unten, an unsere Funktion Arrow Down. Aber was können wir damit jetzt machen? Hier sagen wir jetzt einfach mal die Variable Key. Das heißt, wir übergeben diese Variable an diese Funktion. Das wird dann zu Key. Und jetzt sagen wir ein Switch. Das habe ich auf diesem Channel sehr wenig benutzt. Ich weiß eigentlich gar nicht warum, aber irgendwie braucht man Switch-Befehle gar nicht so oft, wie man denkt. Für alle, die es noch nicht wissen, erkläre ich jetzt aber noch einmal den Zusammenhang, also was ein Switch-Befehl eigentlich ist. Das ist sowas Ähnliches wie eine If-Abfrage, also so eine Kontrolle, so eine Weiche im Code, wo wir sagen können, wenn etwas passiert, mach etwas. Und das eignet sich sehr gut, wenn man sehr, sehr, sehr viele Sachen vergleichen will. Zum Beispiel, wir sagen jetzt Case, die 38. Was heißt, wenn Key, also
unsere Nummer, praktisch unser Keycode, 38 ist, dann soll etwas passieren. Und zwar sagen wir Variable arrow gleich top. Was heißt, bei Code 38 ist die obere Pfeiltaste gedrückt. Jetzt müssen wir dafür sorgen, was soll passieren, wenn wir das gepasst wurde. Dann soll unsere Switch aufhören zu funktionieren. Das heißt, er soll einfach stoppen. Und diese Mechanik kopieren wir uns jetzt exakt viermal, weil wir haben... Oh, warum macht es das? Weil wir haben ja vier Pfeiltasten und wir wollen das für jede Pfeiltaste machen. Also sagen wir jetzt hier Left, hier sagen wir Right und hier sagen wir Bottom. So, jetzt müssen wir Bottom, ist die Code Nummer 40. Wer sich fragt oder wenn ihr später mal überlegt, woher man diese Zahlen hat, googeln schlicht und ergreifend. Ich kenne ihn nämlich auch nicht auswendig. Ich muss jedes Mal googeln, wenn ich versuche, so etwas zu bauen mit irgendeiner Key-Abfrage, weil ich vergesse das jedes Mal, das zu merken, ist auch sinnlos, steht ja im Internet. Daher sagen wir jetzt, das nächste, was passieren soll, wir wollen erstmal erkennen, welche Taste wir gedrückt haben. Um das zu machen, müssen wir gar nicht viel machen. Wir sagen einfach drücken, in Klammern drucken, deswegen jetzt, weil Ü geht in JavaScript nicht so gut. Und sagen hier, wir übergeben die Variable arrow. Und jetzt brauchen wir eine neue Funktion. Funktion drücken und haben hier wieder unseren Key, also unsere Taste, die wir gedrückt haben. Und sagen hier, Klammer auf, bei der Klasse Key unterstrich plus Key. Was heißt, damit baue ich jetzt praktisch das zusammen. Als Beispiel, wir drücken jetzt die obere Pfeiltaste. Das heißt, unser Wert wird zu top. Wenn wir das gemacht haben, dann wird hier top übergeben. Key wird zu top. Das heißt, hier würde stehen Punkt Key unterstrich top. Und wenn ich hier jetzt reinscrolle, hat unsere Klasse KeyTop. Das heißt, so definieren wir, welche Taste gedrückt wurde. Aber was machen wir damit jetzt? Jetzt muss einfach was passieren. Wir sagen einfach CSS. Und hier sagen wir Opacity. Und sagen hier, 0,5. So, das Ganze sollte jetzt eigentlich schon funktionieren. Was heißt, wenn ich das drücke? Sollte etwas passieren, aber ihr seht, es bleibt unten. Das heißt, wenn ich die Tasten gedrückt habe, dann bleibt es unten. Könnte man natürlich jetzt auch so lassen. Wollen wir jetzt in unserem Fall nicht. Was heißt, wir wollen irgendwie dafür sorgen, dass es wieder hochgeht. Und das machen wir einfach über ein SetTimeout, indem wir hier drin jetzt eine Funktion festlegen und sagen, ups, nach 100 Millisekunden soll etwas passieren. Und zwar, wir wollen exakt das hier rückgängig machen und wieder auf 1 schalten. Das heißt, wenn ich das jetzt drücke, geht es sehr schnell. Ich kann das natürlich jetzt auch noch ein bisschen verschnellern, weil das fühlt sich dann ein bisschen performanter an, wenn man das so macht. Wobei ich 100 eigentlich gar nicht schlecht fand. Ich könnte es ja auch immer auf 1000 machen. Wenn ich es dann mache, dann seht ihr, dass es halt viel länger dauert, bis die Sachen wieder sichtbar werden im Prinzip. Und ja, das ist nicht so richtig performant. Deswegen muss man da ein bisschen gucken, dass es sich gut anfühlt. Das ist bei 100 eigentlich, finde ich, sehr gut. Das ist dann schön responsive, antwortet direkt auf meine Eingaben. Und das nächste, was wir brauchen, ist, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass sich das Ganze hier bewegt. Was heißt, wir wollen ja, wir haben jetzt hier unsere Keyboard-Eingabe erfasst und wollen jetzt auch dafür sorgen, dass sich das da oben in der Ecke so ein bisschen bewegt. Und dafür machen wir jetzt bewegen und sagen hier auch arrow. Was heißt, wir haben eine zweite Funktion, die bewegen heißt, die unsere, das hier oben bewegen soll anschließend. Das Ganze ist ziemlich einfach. Das werden wir jetzt innerhalb von ein paar Minuten auch noch zubauen. Und sagen hier bewegen. Zack. Und hier haben wir ebenfalls den Key im Prinzip. In unserem Fall sagen wir aber hier Dirk, also Direction heißt es eigentlich. Beziehungsweise ist einfach die Abkürzung, die ich immer verwende für Direction. Und genau hier machen wir das genauso wie hier oben und erstellen uns eine Switch-Funktion. Und die kopieren wir auch schlicht und ergreifend, weil ich keine Lust habe, sie nochmal zu schreiben. Und zwar haben wir jetzt hier ja auch unsere Eingaben. Allerdings nutzen wir jetzt unseren Key. Das heißt, wir kopieren uns das mal eben raus und schreiben das hier oben hin. So, und fragen dann praktisch jetzt ab, haben wir Top gedrückt, dann soll irgendwas passieren. Haben wir Left gedrückt, soll irgendwas passieren und so weiter. Und das Ganze machen wir jetzt einfach ziemlich einfach. Wir sagen Position, also Variable Position definieren wir.
und sagen hier, etwas soll sich bewegen. Und was soll sich bewegen? Unsere ID bewegte Box. Und das kopieren wir uns jetzt einfach hier rein, sagen Punkt und Offset.top. Oh, falsch. Punkt top. Und das hier wird jetzt dazu, dass wir erkennen, wie viel Abstand zwischen der oberen Rand dem oberen Rand des Monitors und dem oberen Rand der Box ist. Beziehungsweise, wenn wir dasselbe einfach mal kopieren und für Left hier reinsetzen, dann sehen wir, wie viel Abstand hier zwischen ist im Prinzip. Und das brauchen wir, um festzustellen, wie wir die Box bewegen sollen. Und dasselbe gilt hier auch für Right, was heißt, auch bei Right steht Left und bei Bottom steht Top. Das ist ganz wichtig, weil es nur Left und Top gibt, weil das alles wie ein zweidimensionales Koordinatensystem von der oberen linken Ecke Monitor berechnet wird. So, also was müssen wir jetzt machen, damit sich irgendwas bewegt? Weil so wie wir es jetzt haben, wird sich noch nichts bewegen. Und dafür müssen wir jetzt etwas Einfaches machen im Prinzip. Und zwar sagen wir, unsere bewegte Box kriegt jetzt einfach einen CSS-Befehl. Und zwar sagen wir hier top, Komma, Position, Klammer auf, Position minus 1 plus Anführungszeichen px. Was heißt, hier haben wir eine Rechnung, wir definieren hier die Position, was heißt, wir wissen, wie groß der Abstand ist, ziehen, sagen wir mal, 10 Pixel davon ab und geben das als neue Position an. Genau diesen Code können wir jetzt hier viermal übernehmen. Zack, zack. Und sagen hier jetzt left. Und hier heißt es auch top, wenn wir praktisch nach left gehen, heißt das, ups, nee, nicht top, sondern auch left. Das Einzige, was wir ändern, wir sagen, es soll größer werden, der Abstand. Und auch hier unten bei bottom soll der Abstand größer werden, aber es bleibt immer bei top. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und aktualisiere, bewegt sich irgendwie noch nicht so richtig was. Das heißt, wir haben irgendwo einen Fehler. HTML bewegen, Key 37, Key is not defined. Irgendwo haben wir einen Fehler. Ah, hier steht natürlich Key, das müssen wir ersetzen, abspeichern, aktualisieren. Und jetzt funktioniert unsere Box wunderbar. Ich kann sie durch die Gegend schieben. Und auf diese Weise könnt ihr praktisch Funktionen zu eurer Webseite hinzufügen, die für den Standard-User vielleicht gar nicht so wichtig sind, aber im Nachhinein so ein bisschen mehr Funktionalität bieten, die einem helfen für Leute, die einfach eure Webseite kennen, die vielleicht regelmäßig dort sind, die vielleicht oft eure Blogbeiträge lesen oder einfach versteckte Funktionalität zu bieten, die man nicht auf den ersten Blick erkennt. Zum Beispiel kenne ich ein paar Seiten, wo man mit dem Drücken des Buchstabens S ein Suchfenster öffnet. Dann geht einfach so ein Overlay über die ganze Seite und man kann einfach direkt suchen. Das heißt, das ist eine Funktion, da wird man nicht drauf hingewiesen, aber wenn man es aus Versehen mal drückt oder man steht, glaube ich, sogar in einem Suchfenster durchdrücken, also irgendwo steht so ein kleiner Hinweis dazu, so habe ich es nämlich gefunden, aber ich kann zum Beispiel die Taste drücken und habe direkt mein Suchfenster. Also für sowas zum Beispiel ist es auch gar nicht so schlecht. Deswegen, ja, probiert einfach mal ein bisschen was aus und das sollte jeder von euch hinkriegen. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, ein Viereck ein bisschen durch die Gegend zu schieben, dann verlasst ein Like unter dem Video bzw. einen Kommentar mit Anregungen zu weiteren Videos. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir natürlich auf Twitter, Facebook oder Instagram folgen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis nächste Woche. Ciao!